Jo Leute, was geht ab? Ich bin der Wimps und wir sind wieder zurück zur neuen Runde The Forest. Ja, und wir starten wieder im Flugzeug, weil es gibt wohl eine kleine Neuerung. Es ist ein neues Patchchen rausgekommen. Während ihr mal wieder alles durcheinander fliegt. Ja, ja klar, alles gut. Wird dir schlecht? Naja, denn kurz mal, ne? Ich werde es nicht wegwischen, das macht schon die Stewardess. Stewardess? Naja, die wird gleich kommen. Kein Problem. So, dann landen wir nochmal ganz gemütlich. Ja, das sieht doch mal ganz gut aus. So lande ich auch immer, wenn ich mit meiner Privatmaschine fliege. Also Privatjet natürlich. Hallo. Sind Sie der Animateur? Nicht, naja, gut. Ach, ein Rollenspiel wollen Sie machen, das ist ja ganz nett. Gut, ich werde Sie finden. Tschüss, bis nachher gleich. Ja, und da starten wir auch wieder am Flugzeug wahrscheinlich. Gleich mal. Irgendwann. Huch, ist das dunkel. Ist das zu dunkel oder? Das sieht ganz schön dunkel aus. Ehrlich gesagt. Wir werden. Oh, siehste, wollte ich schon sagen. Siehste! Na, hast du gesehen, ne? Huch, ich komme nicht durch. Bin zu fett. Das ist die Neuerung. Wir haben jetzt ein Handy. Das ist ja der Wahnsinn. Würden einige von euch sagen. Das sage ich auch. So, währenddessen erstmal nochmal ein bisschen Zeug hier mitnehmen. Komm. Das kann man. Kann man mal essen. Ja. Jawohl. Hallo. Irgendwelche Ungeziefer-Plage. Huch, ich fliege. Wieso nicht? Ich sehe hier wirklich ziemlich wenig. Und apropos wenig sehen. Ich sehe mehr, als wenn ich Facecam aufnehmen würde. Weil ihr wisst ja, die richtige Beleuchtung für Facecam ist natürlich immer schwierig zu treffen. Huch. Guck mal her. Dich nehme ich gleich mal mit. Huch, ein Koffer. Dich nehme ich mal gleich mit. Ich nehme heute ohne Facecam auf. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr mal in die Kommentare schreiben würdet, ob ihr jemand hier seht. Nee, ob ihr eine Facecam haben wollt oder nicht, weil das wäre mal ganz interessant zu sagen. Weil, ehrlich gesagt, bin ich mir nicht 100% sicher, ob das wirklich nützlich ist, eine Facecam, bei so einem Projekt wie... Ey, die können sogar an Wänden klettern. Cool. Ja, du kannst auch runterfallen. Cool. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich nützlich ist, eine Facecam, bei so einem Spiel wie The Forest, was ja nur nicht so unbedingt 100%ig... Wenn ich das alles lesen könnte, könnte ich mehr lesen. Ich weiß nicht, ob das so... Man erschreckt sich selten. Ich hatte jetzt keine Situation in den 3 Folgen, die wir schon hatten, wo ich sagen musste, ja, hier hat eine Webcam, jetzt hat es super gebracht. Halt, ein Glück habe ich eine Webcam-Aufnahme. Wow, das ist der Wahnsinn. Hatte ich jetzt nicht. Hatte ich wirklich nicht. Deswegen habe ich gesagt, so, okay, nimmst du die mal raus. Huch, was denn hier Schönes? Das ist ja mein Thunderspawn. Den kenne ich auch noch überhaupt nicht. Den Flugzeugabsturz-Spawn. Naja, auf jeden Fall sollten wir mal gucken, dass wir hier langsam anfangen, uns mal ein Lager zu bauen. Und ganz im Ernst, das sieht da unten dann mal richtig geil aus für ein Lager. Jetzt mal ganz im Ernst, wir müssen zwar hoch und runter, aber das wäre vielleicht eine Alternative. Oh Gott, das einzige Problem ist, wie ihr schon seht, hier geht es steil bergab und ich weiß nicht, ob man da so gut runterkommt. Ja, das könnte ziemlich schwierig werden. Naja, gut, wir gehen mal einen Weg finden. Erstmal runtergehen. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich habe auch gar keinen Bock, das rauszufinden gerade. Unsere kleinen Freunde. Also wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Facecam... Ich sehe nichts. Also hier ist für mich komplett schwarz. Also der Boden ist hier schwarz. Und das ist kein... Das sollte nicht rassistisch sein. Aber wenn das da dunkel ist, dann sehe ich da nichts. Tatsächlich. Oh Gott. Wieso stehen hier Leute? Sag mal. Hallo? Ich habe die Leiter angemacht. Lebt ihr noch? Die sehen ziemlich lebendig aus. Sind mal ganz... Ey, lass den Kopf nicht hängen. Alles wird wieder gut. Ja, komm, ja. Du wirst schon eine neue Freundin finden. Aber nicht ich. Tschüss. Nee.
Nee! Nee! Hör auf jetzt! Danke! Uiuiuiui! Du bist wunderschön, weißt du das? Ich möchte zwei Kind von dir. Was hat denn der andere am Kopf da? Cäsarfilm? Panzerband? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ach ja, sind wir wieder im Startmenü. Optimal! Ich muss sagen. Eine wahnsinnig gute Aufnahme. Erst durch einen dunklen Boden gefallen. Vielleicht habt ihr es ja gesehen. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Und mein Bildschirm ist nicht so dunkel. Mal ganz im Ernst. Er ist nicht so dunkel. Okay. Gestorben. In der Höhle gespawnt. Direkt vor Gegnern. Buggy? Oder gewollt? Ich denke mal eher Buggy. Und das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir machen hier nochmal eine Aufnahmerunde. Wir machen nochmal Start. Und ich hoffe, dass mir das der Ladebildschirm nicht abschmiert. Weil es ist mir schon ein paar Mal abgeschmiert, die Ladebildschirm, wenn ich Aufnahmen anhatte. Deswegen wäre es auch mal sehr nett, wenn wir diesmal durchladen können und neben unserem kleinen Sohnemann im Flugzeug erwachen. Ja. Und dann abstürzen. Und dann wieder zu erwachen. Und den Sohnemann wegtragen zu sehen. Und dann wieder erwachen. Ohne Sohnemann. Ohne Gegner. Naja doch, vielleicht mit Gegner. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr schöne Aufnahme gerade, muss ich sagen. Also es war eine gute Runde. Wir haben uns lang gehalten. War natürlich schade, dass wir direkt neben Gegnern spawnen. Zweimal. Ich hab nicht doof geguckt. Und es hat durchgeladen, super. Das ist ja mal fabulos. Das gefällt mir mal richtig gut. Ja, Kleiner, ja, alles klar, ne? Du wirst nicht entführt. Ist kein Problem. Ist abgemacht, ist abgesprochen. Wir gucken mal ein bisschen aufs Fenster. Habe ich auch noch nicht gemacht am Flugzeug. Einfach aufs Fenster zu gucken. Und die schönen Bitmaps zu sehen. Wow. Huch. Bitmaps? Bitmaps. Ist ja eigentlich ganz schön gemacht. Also jetzt, naja, jetzt, das ist jetzt nicht mehr so schön gemacht. Und auch diese komischen Schatten da, sieht das etwas eigenartig aus. Ach, aber man landet wirklich. Das sieht eigentlich nicht schlecht gemacht. Naja. Okay. Werden wir mal wieder ein bisschen rumschillen. Unseren Sohn entführen lassen. Huch, wo komme ich denn hin? Hallo! Ich soll atmen. Naja. Oh, hier ist ja nochmal atmen. Naja. Tschüssi. Wir sehen uns dann um 5 zu Hause, ja? Das Essen ist dann fertig. Naja, kein Problem. So, ich hoffe mal, es läuft besser. Ich hoffe mal nicht, dass wir durch einen schwarzen Boden laufen. Es war sicherlich ein Abhang. Ich meine, es war meine eigene Inkompetenz sicherlich. Oh, ich habe gerade gedacht, ich habe einen gesehen. Da war ich dann gerade schon mal kurz verwirrt. Verwirrt. So, nehmen wir mit. Was ist das denn? Ein Stein im Flugzeug. Deswegen ist es abgestürzt. Der war einfach so schwer. Ach so. Jetzt verstehe ich das auch. Naja. So, ich habe mir noch gar nicht erwähnt, was ich eigentlich erwähnen wollte, wo wir vorhin gestorben sind. Dass wir noch nichts übersehen haben, hoffentlich. Nee. Sieht nicht danach aus. Der Spawn ist mir bekannt. Hier habe ich mal gespielt, hier habe ich mal gespawnt, wo ich nicht aufgenommen hatte, wo ich einfach getestet hatte. Ist ja eigentlich ganz schön hier mal so ganz, ganz, ja, eigentlich ganz schön, eine feine Textur, das macht ja nichts. Ich glaube, jetzt lässt sich arbeiten. Warum bin ich eigentlich so low-life? Huch, seht ihr das auch? Ich habe ja fast kein Leben mehr. Finde ich ja frech. So, nehmen wir mal ein paar Koffer mit. Man, ist das Spiel dunkler geworden? Also mal jetzt ehrlich. Kann man hier kurz mal in Options gehen? Brightness. Ich ziehe das einfach mal hoch. Und jetzt ist es... Naja, ja, es ist doch schon besser, muss ich sagen. Ich kann es mir jetzt neben dem Boden wiedersehen. Naja, das sagt meine Mutter auch immer im Zimmer, wenn sie aufgeräumt hat bei mir. Passiert nicht so oft, weil ich wohne alleine. Naja, gut. So, was ich eigentlich sagen wollte. Warum spielen wir das Spiel endlich mal wieder? Weil ein neues Update draußen ist. Die Version, ein Lager da vorne. Ich wollte gerade mit Optifine ranzoomen. Haha, witzig. Huch, nehmen wir mit. Huch, nehmen wir mit. Verdammt. Wo bist du? Wo bist du? Verdammt, ich wollte nochmal einen Witz machen von wegen. Huch, nehmen wir mit. Huch, nehmen wir mit. Huch, nehmen wir mit. Hat nicht funktioniert, so wie immer. Ah, oh, warte, ich nehme mal mit. Naja, doch nicht. Ich lasse dich laufen. Diese Runde geht an dich. So, nehmen wir mal alles mit hier, was wir finden können. Denn ich will mich mal ein bisschen verziehen hier. Ich will keinen Bock von unseren kleinen Freunden begrüßt zu werden, die da im Lager hausen.
So. Oh, ich dachte schon wieder, was ist. Paranoid werde ich. Paranoid. So, nehmen wir mal hier die Technik mit. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So. Dann laufen wir mal direkt hier runter gleich mal. Ich würde. Ach, ist nur Wind. Ich dachte, es wäre schon wieder böse. Ich würde sagen, wir laufen in mal die Richtung. Da vorne, da ist so schön wässrig. Da habe ich mal. Ich weiß, gucken, wie es da aussieht. Mal schauen. So, laufen wir mal hier runter. Oh, naja, vielleicht ein bisschen sehr steil. Na, oder wo, obwohl. Ach, wir sind gerade schon gestorben wegen Fallschaden. Nee, lass mal sein. Wir laufen doch lieber nicht runter. Aber hier sieht doch viel sicherer aus. Ja, na, ganz im Ernst. Hier wachsen Bäume. Hier wachsen Bäume ihre Beine. Das kann nur safe sein. Sag ich ja. Keine Widerrede. Komm, jetzt. Oh, ja. Geil. Ja, nice. Das war so geplant. So, dann werden wir mal ein Stück weiter joggen in die Ferne. Ins Vergnügen. Das Flugzeug unserer alten Heimat zurücklassen. Und uns auf dem Weg durch einen Stein machen. Yeah! Achievement get through Stein. Stone. Ey, bist du auch schon so Stone? Die sind auch Stone. Die sind so Stone, die sind schon im Stone verschwunden. Also im Boden. Ja, Stone und Stein und Boden ist für mich alles das gleiche. Ein stoniger Boden. Du Stoner. Na, ja, das ist doch ein Scherz. Habt ihr mich gesehen, ihr Schwuchteln? Netten Leute, meine ich. Nette Leute? Ja, die haben mich gesehen. Nette Leute. Tschüss, nette Leute. Ich bin schon wieder tot! Ah, eine Maus. Oh, RIP Headphone Users. Dunkel? Hallo? Ich muss mal sagen, es ist schon wieder schweinedunkel. Ich sehe wirklich ungelogen nur einen halben Meter. Man sieht die Hand vor lauter Bäume nicht. Huch, Licht. Ach, das ist schon wieder ein Monster. Das ist doch nicht mehr normal. Ach, die kommen schon wieder. Ach komm, ganz im Ernst, fick dich doch. Fick dich doch, du dummes. Oh, Mann, ey. Jetzt mal ganz im Ernst. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, was ich eigentlich erzählen wollte. Ist das neue Patch rausgekommen, wie ihr seht? Der Patch hat nicht unbedingt vieles besser gemacht. Meiner Meinung nach. Also ich habe das auch schon bei anderen Leuten gesehen. Da läuft es jetzt viel besser. Die konnten sich da entfalten frei und lustig, wie sie sind. Ich wollte euch eigentlich die ganzen neuen Neuerungen zeigen von Version 003. Ist nichts, ja. Wir werden gucken, dass wir erstmal eine weitere Folge machen, bis wir endlich mal durchkommen. Vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht stellen wir es einfach ein bisschen dumm an. Ich vertraue noch auf den. Ich vertraue das Spiel. Was ist unsere Fehler? Naja. Hoffen wir doch mal, dass wir nächste Runde besser klarkommen. Und nicht wieder zweimal sterben. Also viermal. Wir sind viermal gestorben in der Folge. Also wenn das mal nicht viel ist, dann weiß ich auch nicht. Na, alles klar. Nochmal zur Info. In der Infobox wird ein Link eingebettet sein. Dort werdet ihr auf die revolutionäre Webseite kommen. Die ist momentan noch in Entwicklung, also macht euch da mal nicht ein Zemt. Und dort ist ein Blog-Eintrag verlinkt, würde ich sagen. Den muss ich aber, das ist nicht sofort, wahrscheinlich kommt erst ein paar Tage später. Da wurde ein Blog-Eintrag verlinkt, in den die Patch-Notes immer kommen. Also ihr könnt in dem Blog sehen, welche Version welche Neuerung mit sich bringt. Das ist auch rückführend, vielleicht ein bisschen was zu schreiben, ich weiß es nicht so genau. Vielleicht meine First Impressions, wenn ich die mal anteste oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es dort Updates für The Forest geben. Wie regelmäßig kann ich euch nicht sagen. Wie regelmäßig Folgen kommen, kann ich euch auch nicht sagen. Keine Ahnung. Aber erstmal bin ich raus. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal demnächst. Entweder morgen, übermorgen, ich weiß es nicht so genau. Aber das lasse ich nicht noch mehr sitzen. Diese Schmach, diese Niederlage. Wir sehen uns wieder, Zombies von der Insel. Die mich mit einem Schlag töten, weil ich kein Leben habe. Naja, schade. Schade, aber wahr. Alles klar, haut rein, bis zum nächsten Mal.
Ich war der Wims. Ciao.